Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu Füßen der Bavaria zusammen mit Juliane Muderlack. Die Frau Muderlack, Damen und Herren, hat einen Beruf, den Männer relativ selten ausüben. Sie ist Wiesenverführerin. Ja, Wiesenverführung, das wäre ich wahnsinnig gerne, weil ich gerne allen zeigen möchte, wie wunderbar unser Oktoberfest ist, unsere Wiesen ist. Und das ist eben nicht nur ein großes Besäufnis, es ist ein wundervolles, traditionelles bayerisches Volksfest. Aber wie würden Sie Ihren Beruf dann bezeichnen? Wissen Sie, Sie sind ja jemand, der Führungen über das Oktoberfest anbietet, aber nein, ich vermute, der Sinn und Zweck dieser Führungen ist, die Menschen da so weit zu bringen, dass sie sich dann, was weiß ich jetzt, angstfrei auf die Guillotine von dem Herrn Schauerlegen, Verstängers, genau. Oder in ein Bierzelt hineintreten und nicht gleich wieder sich heraus. Verstehen Sie? Also ich glaube, die Angst ist jetzt nicht so das große Problem, sondern das Thema eigentlich ist eher, die Leute aus dem Bierzelt rauszubekommen und ihnen zu zeigen, dass es auf dem Oktoberfest sehr viel mehr gibt als nur Bier und dass wir also ganz tolle alte historische Fahrgeschäfte und Attraktionen haben. Wie man den Beruf dann bezeichnet, ist sehr schwierig. Wir haben so ein neudeutsches Wort, das nennt man Kunstvermittler. Das ist ein bisschen blöd, weil Führer darf man nicht mehr sagen. Aha, das darf man nicht mehr sagen? Nein, sag mal das beschlossen? Das weiß EU, ich nicht. Oder? Ja, wahrscheinlich die EU hat das beschlossen. Die bayerische EU hat das beschlossen. Okay. Na, also insofern, das ist ja für uns natürlich jetzt auch kein Hauptberuf, sehr logisch, weil wir machen das ja nur diese 16 Tage hier. Oder Sie würden so gut bezahlt, dass Sie die restlichen 50 Wochen des Jahres praktisch. So alle Karl-Valentin-Spritzbrungen aufdrehen, gell? Ja, genau, das war's dann. Also Damen und Herren, jetzt haben Sie mal so einen kleinen Überblick bekommen über diesen doch sehr beneidenswerten Beruf. Wir wollen dann im Späteren noch herausarbeiten, wie man das wird und vor allem, was die Leute alles so wissen sollen oder wollen. Also bleiben Sie uns gewogen, dann erfahren Sie mehr. Ja.